Tobias. Halleluja! Dass der dich reichlich segnen möchte in seinem Wort heute, o Glorias. Sprüche, Kapitel 18, Vers 21. Sprüche, Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Vater, wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der unser Vater ist. Führe uns jetzt in deinem Wort. Herr, wir brauchen ein lebendiges Wort. Ein Wort, das uns Kraft, das uns erneuert, dass wir in der Liebe gehen können. Du bist der Gott, der uns führt. In Jesu Namen. Amen. 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 Der Schreiber von den Sprüchen, er bringt ein wichtiges Erkenntnis, dass die Macht in diesem Leben steht in der Gewalt der Zunge. Wenn wir wüssten, wie viel Macht die Zunge hat, würden wir sie richtig gebrauchen. Aber oft fühlen wir uns so schwach, nicht wahr? Wir fühlen uns Opfer von Situationen und wir gebrauchen unsere Zunge, um Umstände zu beschreiben. In Wirklichkeit sollten wir unsere Zunge gebrauchen, um Umstände zu verändern. Unsere Zunge ist nicht zu sagen, was geschehen ist, sondern unsere Zunge bestimmt, was geschehen wird. Denn wir haben Autorität im Wort Gottes. Oft vergessen wir, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir Autorität haben. Wir haben Autorität, mit unseren Worten die Wahrheit zu verändern. Ich erinnere mich, wo ich nach Deutschland kam. Wir hatten damals, waren sehr viel unterwegs mit unseren Kindern. So brauchten wir ein Auto. Habe ich damals einen VW-Bus, einen alten T2 gekauft von einem Händler, der nicht seriös war. Jetzt weiß ich, warum er T2 hieß, hat nur zweimal funktioniert. Und 5 Jahre waren vergangen und meine Frau kam zum Entschluss, wir brauchten ein neues Auto. Und ich sagte immer, es geht nicht finanziell, wir haben nicht die Möglichkeit, wir müssen warten. Und meine Frau damals, sie sagte schon, mit unseren Worten können wir Sachen schaffen. Und eines Morgens hatte sie so, war sie entschlossen. Kennst du, wenn eine Frau entschlossen ist? Oh my goodness. Sagst du, du gehst heute beim Händler vorbei, wirst du diese Van sehen in der Farbe und du gehst einfach rein und frickst dem Händler nach dem Preis. Ich sage, okay, nein, sag, du gehst rein und frickst, okay, du redest mit ihm. Okay, und ich ging und tatsächlich war genau so beim Händler, genau so ein Auto in der Farbe. Ich sage, nein. Und ich schaute an, ich ging rein, einfach nur um mein Gewissen zu beruhigen und meine Frau wirklich, ja, mit Würde begegnen zu können. Und ich sage, ich habe das Auto gesehen, welches ist der Preis? Ich sage, eine gute Frage, sagt dieses Auto, es ist ein Ausstellungsmodell, deswegen ist es so und so viel günstiger. Und ja, ich wollte nur den Preis wissen. Er sagte, nein, aber du kannst das auch in Raten kaufen. Ich sage, ich habe nicht mal das Geld für den Raten. Sagte, kein Problem, sagte, das ist 60 Monate und das ist ohne Zinsen. Ich sage, ich kann dieses Jahr sowieso nichts zahlen. Ich bin noch in meiner Wohnung. Ich ziehe nächstes Jahr in eine Dienstwohnung, dann ist es günstiger. Er sagte, schauen Sie mal, die erste Rate ist ab nächsten Jahr. Dann sage ich, nein, aber diese Autos, nein, sagte, dieses ist ein Modell, das wurde von VW, aber in Tschechien gebaut, deswegen ist es noch 10.000 günstiger. Am Ende war dieses Auto halb so teuer wie ein neues Auto und in 60 Monaten Raten, ich bräuchte erst die erste Anzahlung, erst im nächsten Jahr geben. Und dann hatte ich keine Möglichkeit, kam nach Hause und meine Frau schmunzelt, sie sagt, was ist? Ich sage, ich habe unterschrieben, wir haben ein Auto. Wisst ihr, Geschwister, oft merken wir gar nicht, dass unsere Worte haben, das Wort Schöpfung ist, haben Erschaffungsmacht. Mit den Worten kreierst du, mit den Worten, die Bibel sagt, und Gott sprach, es werde Licht in 1. Mose 1, Vers 3. Und es wurde Licht. Wenn wir mit unseren Worten erklären, geschieht etwas im Übernatürlichen. Denn unsere Worte haben schon dazu geführt, dass wir errettet wurden. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund sagst, wenn du mit deinem Herzen glaubst, also es steht in unserer Macht, dass wir entscheiden, was wir wollen, wie wir wollen. In Römer Kapitel 10 sagt der Vers 9, wenn du mit deinem Mund sprichst, dass Jesus der Herr ist und wenn du deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, wirst du gerettet. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du von Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Also unser Mund hat Autorität. Wenn du Jesus wirken siehst, Jesus, er sprach, und das Meer war still. Er sprach und der Sturm legte sich. Er sprach und der Stumme sprach. Er sprach und die Ohren öffneten sich. Er sprach und der Lahme stand auf. Er sprach und das Brot vermehrte sich. Er sprach. Wir Menschen, wir haben oft durch Stolz, und das ist die Eigenschaft der Menschen, möchten wir nicht Hilfe annehmen. Wir möchten selbst machen. Und zweitens, wir denken, ich möchte Gott damit nicht belästigen. Ich möchte dir eins sagen, Gott liebt es, wenn wir ihn benutzen.
erwartet. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er liebt es, wenn jemand mit Glauben ihn berührt, wenn von ihm Macht ausgeht. Er schaut zurück und sagt, wer war diese Person? Er liebt es, wenn wir im Glauben Boldness, wenn wir im Glauben kühn bekennen, Gott in unserem Leben. Ich habe einen lieben Freund, wir sind gemeinsam ausgewandert nach Brasilien, ich kam nach Europa, er kam nach Nordamerika und er ist ein Evangelist, er liebt zu evangelisieren und sein Lieblingsort ist Krankenhäuser. Er liebt es, in Krankenhäuser zu evangelisieren. Und er durfte aber nicht in der Stadt, weil das war verboten, in dem Krankenhaus, das war die Uniklinik. Und er wurde von Krebs, einem sehr schweren Krebs befallen. Und er hatte gerade das Wort gelesen im Psalm, ich werde leben und werde nicht sterben. Und der Arzt kam zu ihm und sagte, ich habe eine schlechte Nachricht, es ist sehr aggressiver Krebs. Ich würde sagen, verabschieden Sie sich von der Familie, denn Sie werden nicht mehr lange leben. Sagt er, Herr Doktor, Sie kennen mich nicht. Sie wissen nicht, wer mein Gott ist. Ich werde leben und werde nicht sterben. Der Arzt hat nur geschmunzelt, der Arzt, es war eine lange Therapie und er ist am Leben geblieben. 2 Jahre später hat er wieder einen Krebs, noch einen aggressiven Krebs. Und er kam wieder zu demselben Arzt und der Arzt sagt, diesmal tut mir leid, aber diesmal ist echt Sense. Er sagt, das sagten Sie das letzte Mal schon. Nein, sagt er, diesmal, wenn Sie überleben, sagt er, dann zerreiße ich meine Arzturkunde. Er sagt, das brauchen Sie nicht tun. Machen Sie einfach eins, wenn ich überlebe, geben Sie mir Ihr Wort, dass ich immer hinein kann, kommen in diesem Krankenhaus und evangelisieren. Aber sagt er, wenn Sie überleben, Sie können sogar die Säulen evangelisieren hier in diesem Krankenhaus. Ich gebe Ihnen mein Wort. Naja, er wurde geheilt, das dauerte 2 Jahre, auch seine Therapie. Er wurde komplett geheilt. Und heute ist sein Arbeitsplatz ist die Uniklinik, wo verboten ist zu predigen. Und er geht da herein und darf predigen. Und er sagt, ich habe entdeckt, mein Wort hat Autorität, weil der Geist Gottes ist in uns. Wir oft merken gar nicht, wie viel Kraft wir haben. Und im 18. Jahrhundert, es gab ein Bauer, er hatte ein großes Feld und er war für die Befreiung der Sklaven. Aber es wurde damals vom Kongress nicht gebilligt. So hat er sich entschieden, dass er Sklaven kaufte. Und er hat sie nicht nur freigekauft, sondern hat ihre Schuld noch bekannt. Und er hat das Gerücht verbreitet, wenn jemand flieht irgendwo von einer Farm, sagt einfach, Herr Schmidt ist euer Herr. Dann bringen sie euch zu mir und ich zahle dann, was der Eigentümer haben will und eure Schuld ist auch bezahlt. Und das ist dann damals im ganzen Bundesland rundgegangen. Wenn jemand floh, so wurde er erfasst, sagt er, ich gehöre dem Herrn Schmidt. Und dann wurde er dahin gebracht und nicht nur, er wurde jetzt Sklave von diesem Mann, der ihm eigentlich frei in der Farm ist, sondern seine Schuld wurde noch getilgt. Und wie wunderbar ist das nicht unser Leben, nicht wahr? Der Apostel Paulus sagt in Kapitel 10 von Römer, wenn du erklärst, dass Jesus dein Herr ist, dann bist du jetzt Sklave von diesem und alle deine Schulden sind bezahlt, du bist frei. Wir denken oft, ach, wir haben so viel Sünde, wir kennen es nicht. Ich habe eins gelernt, wenn Gott uns frei macht, sind wir wahrhaftig frei. Die Bibel sagt, dass Noah, Gott hat eine Verheißung für Noah gehabt. Und er sagt, du und dein Haus. Und er hat Noah und seine Familie in der Arche hineingetan. Und Gott hat die Tür zugemacht. Und nachher wurde die Tür, auch nur Gott konnte da wirken. Und die waren alle in der Arche drin. Keiner ist aus der Arche rausgefallen. Er hat ihn vielleicht in der Arche drin gestolpert, aber nicht rausgefallen. Gott schenkt uns die Versicherung. Keiner wird aus seiner Hand gerissen. Wir haben die Freiheit, in Christus zu leben. Und er schenkt uns die Gnade, dass wir in seiner Gnade leben können. Die Bibel berichtet uns, und ich finde es krass, wenn wir sehen, in Jesaja 55 spricht der Herr, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für den Hungrigen hervorzubringen. So ist auch mein Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Amen. Ich war eine Zeit, es ging uns finanziell schlecht in Brasilien und wir haben gebetet, weil ich verdiente eigentlich unter 2 Mindestlohne. Ich habe gebetet, nächste Woche wurde ich entlassen. Ich sage, toll. Und da sah ich in der Zeitung ein Stelleangebot von einem Konzern. Und ich weiß, damals habe ich gebetet, Herr, dies ist meine Stelle. Und da habe ich gesehen, es war nur eine Stelle und da waren sehr viele Bewerber. Und ich habe damals mit Emmy proklamiert, ich sage, das ist meine Stelle. Und die Voraussetzung war Uni-Abschluss. Ich hatte damals keinen einzigen Abschluss, geschweige Uni-Abschluss. Und es war am Donnerstag, war dieses Vorgespräch, da hörte ich, es waren sehr viele Kandidaten. Es waren über 30 Leute schon, die Uni-Abschluss hatten. Und da kam es mir sehr stark,
Ich sage, Gott, ich werde ihm sagen, ich will Freitag kommen und er wird ja sagen. Das habe ich gesagt, dass ich Freitag, er sagte, okay. Und Freitag, wo ich zu ihm kam, er brauchte jemanden, der Deutsch kann. Und er fing an und er sagt, Sie haben gesagt, dass Sie Deutsch können. Ich sage, ja. Fing an, Deutsch mit mir zu reden. Und ihm wunderte erst, dass ich Deutsch reden konnte. Und das Gespräch, er hat mich eigentlich den ganzen Vormittag hat er mit mir geredet. Und zuletzt wurde ich für diese Stelle zugelassen. Und ich bete, ich danke Gott so. Ich sage dir, was ist das für ein Gott? Wir glauben oft, dass so wie dieser Mann am Teich Bethesda. Ich bin schon so viele Jahre her und es gibt eine logische Erklärung, warum ich das nicht habe. Jesus sagt, willst du? Dann proklamiere es. Sage es, kreiere es in der Welt. Lass zu, dass das, was Gott in deinem Leben, er ist der Gott, der führt, er ist der Gott, der erneuert, er ist der Gott, der es auch führen wird. Denn wir haben diese Gnade, wir dürfen in seiner Liebe gehen. Ich habe eine liebe Schwester, sie ist hier im Lobpreis und wo sie noch nicht mit dem Herrn ging, hat ihre Mutter kam zu ihr und sagt eines Tages, ich möchte nur eins sagen, du wirst eines Tages im Lobpreis singen. Und sagt, Mensch, ich bin ja hallo, ich bin nicht mal bekehrt und von diesem Jesus sowieso nicht. Die Mutter sagt, ich möchte dir nur mitteilen, okay, also du wirst im Lobpreis singen. Und kurze Zeit nachher, sie hat Jesus aufgenommen, heute singt sie bei uns im Lobpreis. Geschwister, unsere Worte haben Autorität. Wir denken oft, nein, es muss erst mal etwas kreiert werden und dann sage ich es. Nein, du schaffst es. Ich erinnere mich zu drei Geschwistern in der Gemeinde. Sie hatten eine Stelle an der Uni und sie kamen zum Pastor und sagen, da ist eine Stelle, da sind über 100 Kandidaten. Und da kamen drei Geschwister von der Gemeinde mit demselben Gebetsanliegen. Der Pastor, komm, ich bete für euch drei. Und eine sagt, aber Pastor, wir sind zu dritt, da ist nur eine Stelle. Der Pastor sagt, du kennst nicht die geistliche Welt. Die geistliche Welt bedeutet nicht, dass du einem ausschließt. Deswegen, nein, die geistliche Welt, Gott kreiert. Und er hat gebetet, einer ist durchgekommen. Und nachher bekamen die anderen zwei einen Brief, dass es wurden neue Stellen kreiert in der Uni da und da und die da und da. Und zuletzt wurden sie alle drei angestellt. Geschwister, wir haben Autorität mit unserem Wort. Und das finde ich gigantisch, wenn wir Gottes Wort betrachten. Er schenkt uns die Autorität, in der Gnade Gottes zu gehen, in der Liebe Gottes. Die in 2. Korinther 4, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, dieweil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nachdem der geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir darum, so reden wir auch. Lerne die Umstände mit deinen Worten zu verändern. Lerne zu proklamieren Gottes Wort. Lerne, dass der Heilige Geist, er wohnt in uns. Das ist das Wunderbare, was wir als Menschen oft nicht erkennen. Wir sehen im Alten Bund Abraham, wir sehen Mose, wir sehen David. Sie nannten Gott Elohim, Gott El Shaddai, Gott Rahab. Aber sie haben nie sagen können, Gott mein Vater. Das konnten sie nicht sagen. Die Bibel sagt, Jesus ist der Erstgeborene von vielen. Und wir können heute zu ihm sagen, aber lieber Vater, er ist unser Vater. Und ich möchte eins sagen, wenn du ein Kind hast, das Kind hat dein Herz ziemlich im Griff. Ein Kind hat eine große Macht über dein Herz. Ein Kind kommt nicht in das Zimmer hinein und sagt, oh Vater, sei mir bitte gnädig, dürfte ich den Kühlschrank öffnen und einen Joghurt nehmen, eure Hoheit. Nein, er kommt, wirft sich auf der Couch und sagt, Papi, kannst du mir bitte im Kühlschrank eine... Und du machst es und freust dich, dass dein Kind zu Hause ist. Die Bibel sagt, Gott freut sich. Und oft vergessen wir es. Wir vergessen, Gott hat Freude, wenn wir ihm etwas bitten. Er hat genug und er freut sich. Er ist mächtig. Er will gebraucht. Er will benutzt werden. Er hat Freude, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und er hat Freude, wenn wir mit Kühnheit, wenn wir wirklich mit Boldness, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir in Anspruch nehmen, Verheißungen, die er uns gegeben hat. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wo wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, wo wir mit unserem Mund geschaffen haben, diese Beziehung mit Gott, wo wir einen Bund gemacht haben und sagen, wir haben mit unserem Mund bekannt, Jesus ist der Herr. Da geschieht etwas ganz Neues in unserem Leben. Und Gott schenkt uns Autorität. Wir sind Kinder Gottes. Und es ist so, als wenn wir die einzigen Menschen auf dem Planeten Erden wären. Gott hat so die Augen auf dich, als wenn du der Einzige wärst, weil er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig. Er ist nicht an Zeit gebunden, dass er einmal mit dir und einmal mit deinem Bruder. Er redet die ganze Zeit und sein Thron ist immer offen und er ist immer Ohr und er hört immer zu und er will immer helfen und er ist immer bereit. Wer nicht bereit sind, das sind wir. Wir vergessen oft, wie gesegnet wir sind. Unser Mund gebrauchen wir, um Menschen zu verletzen. Wir merken gar nicht, dass wir in der Gnade Gottes diese Freundlichkeit haben dürfen. In 1. Korinther 4, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, und wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich.
Geschwister, wir sind Menschen, wir haben Worte des Lebens, wir haben Worte der Ewigkeit. Wir sind freundlich, wir brauchen nicht auf demselben Maßstab der Menschen. Wir brauchen nicht nörgeln, weil alles knapp ist. Wir brauchen nicht auch über den Krieg lästern, weil die anderen lästern. Wenn wir kommen, wir bringen Leben hinein, wir bringen Licht hinein, wir bringen Salz hinein, wir bringen die Gnade Gottes hinein. Mit unserem Wort erklären wir den Frieden Gottes. Wo wir hineinkommen, da geht aller Streit zu Ende. Wo wir hineinkommen, das sind auf einmal Ressourcen. Wo wir hineinkommen, ist die Knappheit vorbei. Wenn wir hineinkommen, die Bibel sagt, und Gott war mit Josef und segnete das Haus Potiphas. Und desto mehr Gott mit Josef war, mehr segnete er Potiphar. Ich stelle mich, wie Josef sagt, kann dir sagen, Gott, aber wenn du mit mir bist, warum segnest du mich nicht? Ich bin immer noch Sklave. Er hat aber sein Wort gebraucht und er wusste, Gott hat seine Zeit. Er wusste, Gott ist ein Gott, der uns führt. Er wusste, Gott ist ein guter Gott. Weißt du, dass Gott gut ist? Dass Gott nicht dieses Unglück in deinem Leben verursacht hat. Interessant ist es, wenn irgendwas passiert, dann sagt man, wieso ließ Gott das zu? Warum sagst du nicht, warum hat Satan das gemacht? Wir geben die Schuld Gott. Wenn gute Dinge passieren, sagen wir Glück gehabt. Wenn schlechte Dinge passieren, wieso hat Gott das zugelassen? In Wirklichkeit, Gott ist gut. Er ist ganz gut. Er ist nur gut. Aber wir haben als Menschen haben Autorität dem Satan gegeben. Und er beherrscht unser Leben. Und das oft zu viel Hass. Da sind so viele kritische Worte. Wir sind so schnell, wo wir uns verletzt fühlen. So schnell, wo wir Worte gebrauchen, um unseren schlimmen Umstand zu beschreiben. Und zu beschreiben, wie ungeliebt Menschen uns behandeln. Wie wir benachteiligt sind. Wie wir Opfer sind. Ich möchte dir sagen, wenn du beschreibst, wie du Opfer bist, dann beschreibst du nicht, wie du bist, sondern du sagst, was geschehen wird. Wenn du sagst, wie schlimm dein Leben finanziell ist, dann erklärst du nicht und gibst nicht einen Bericht über deine Finanzen, sondern du proklamierst über deine Zukunft, wie deine Finanzen aussehen werden. Du hast Autorität in deinem Mund. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, zu Worte zu reden. Wir möchten auch noch die nächsten zwei Predigten darüber bringen, die Macht der Worte. Wir haben nicht nur Gottes Wort hat Macht, deine Worte haben Macht. Was du über deine Kinder sagst, wenn du sagst, mein Kind, aus dich wird sowieso nie was, dann kannst du nicht erwarten, dass da etwas kommt. Wir merken oft gar nicht, dass in der Hitze des Gefechtes wir Dinge sagen, die Leben kreieren. Und wir oft zurückschauen und wir sagen, das sieht nicht gut aus. Ist vielleicht, weil wir nicht gute Worte gebraucht haben. Lerne vom Heiligen Geist. Lerne, dass Gott uns führt, dass wir in der Gnade Gottes gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Jede Zunge, jede Zunge, jede Zunge wird bekennen. Was bekennt deine Zunge? Amen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib dir dein Herz. Komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Halleluja. Oh, Gloria. Oh, Gloria, lieber Vater. Wir danken dir für diesen neuen Morgen. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, und dass wir, so wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Wir danken dir für dein Wort. Danken dir für die klare Anleitung in deinem Wort. Befähige uns, dir ähnlicher zu werden. Amen. Herr, vergib uns, wenn wir so schnell die Maßstäben dieser Welt haben, nehmen, Herr. Wenn wir so schnell unsere Zunge für das Falsche gebrauchen. Und wo wir uns nicht anleiten lassen von dir, Herr. Und ich bete, Herr, vergib uns, wir sind deine Kinder. Wir sind teuer erkauft worden durch das Blut Jesu Christi. Oh, Gloria. Herr, wie
sind wir beschenkt und dass wir lernen, uns so zu verhalten, so zu benehmen, so zu reden als Kinder Gottes, dass wir den Charakter Christi haben, Herr, dass wir Worte des Lebens haben, dass wir Worte des Segens haben. Herr, ich bete einfach, Herr, dass du unser Herz erforscht. Lass nicht zu, Herr, dass da falsche Verhalten drin sind, dass da falsche Motivationen drin sind. Vergib uns, Herr, da, wo wir oft so negativ gespult sind, Herr, so kritischen Geist haben, Herr, vergib es uns, Herr, wo wir nicht den Geist der Unterscheidung haben, Herr, von das, was von dir ist, Herr, und was nicht von dir ist. Herr, du hast uns Autorität gegeben, Herr, in deinem Namen zu proklamieren, Herr, und wir wollen das Leben Gottes sehen, Herr, wie das, wie noch viele Menschen errettet werden, Herr, wie sie den Weg mit dir gehen, Herr, und wir wollen wirklich das proklamieren, Herr, wir und unser ganzes Haus gehören dir, alles, was du uns anvertraut hast, Herr, soll gesegnet sein, Herr, und ich bete einfach, dass du deine Engel um uns lagerst, dass du uns schützt, dass du uns befahrst, dass wir angeschlossen bleiben bei dir und dass wir uns leiten lassen von dir, dass dein Wort lebendig ist in unserem Herzen, Herr, dass wir wirklich starke Wurzeln haben in dir, Herr, dass wir uns nicht von Umständen, Situationen, Herr, wegkriegen lassen von dem, was du hast, Herr, wir wollen ein Licht sein in dieser Welt, das leuchtet für dich, dass das zu sehen ist, dass wir Kinder Gottes sind, Herr, dass Jesus Christus in unserem Herzen wohnt, Herr, dass wir einen Unterschied machen dürfen, Herr, Halleluja, Halleluja, Herr, gepriesen sei dein Name, Herr, du lässt uns nicht im Stich, immer wiederum erinnerst du uns, Herr, dass wir möchten wirklich ganz nah bei dir gehen, verstehen in dieser Gemeinschaft mit dir zu gehen, verstehen auf deine Stimme zu hören, Herr, und das zu reden, das, was du willst, dass wir Worte des Lebens haben, Herr, dass du unseren Mund gebrauchen möchtest, Herr, Herr, dass da wirklich ein Leben entstehen möchte, wo immer du uns hinstellst, dass alles, was wir anfassen, gesegnet sein möchte, dass wir nicht nur auf den Segen nur außen, sondern in deinem Gehorsam zu gehen. So segne ich jeden Einzelnen. Herr, wir brauchen dich. Du hast uns wieder um einen neuen Tag geschenkt. Danke dir für die Befahrung in der Nacht. Danke, Herr, für die Ruhe, für den Frieden, dass wir uns hier so schön versammeln dürfen, für die Möglichkeit, dass wir im Gebet zu dir kommen dürfen. Halleluja. Wir sind gesegnet, wir sind wir beschenkt. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Wir lieben dich, loben und preisen und danken dir. Befehlen diesen Tag in deine Hände. In Jesu Namen. Amen. Amen.